So, da sind wir wieder bei Gothic 2. Und wie in der letzten Folge versprochen, Er hat auf die falsche Leute teleportieren wir uns direkt zum Kloster. Damit ich jetzt gesetzt. gar nicht wieder auf Feuerwurzel. irgendwelche anderen Ideen komme. Ich Einmal eine bedanke mich bei dir. Feuerwurzelin. Und zum Kloster. Mich fragt ja. So, und da sind wir auch schon. Gut. Kraft der Gestirn. Ja, tut mir leid. Hab vergessen. Hafenstadt. Wir müssen noch ein Büchlein kaufen. So, wo kriegen wir das am besten her? Gab es nicht einen, der Bücher verkauft hat? Ich glaube, ne? Gab hier, glaube ich, so ein Bibliothekar. Ich glaube, der war hier da hinten die Treppe hoch. So. Wissen ist Macht, genau. Das höre ich zum ersten Mal. Anselm. Astronomie. Die göttliche Kraft der Gestirne. 400 Gold. Das höre ich zum ersten Mal. Ey, das hat nicht gekostet, oder? Oder hatten wir 850? Ich weiß es nicht mehr. So. Meine Meinung, Jetzt aber Herr zurück zum Kommandant. Kloster. Das weiß doch inzwischen jeder. Zack. Meine Meinung will ja Und weg. keiner hören. Hallo. Okay. Habe alles versucht. So, dann bringen wir ihm mal direkt das Buch. War ja der in der Den Reiner Bibliothek. kennst du ja schon. Der eine, der nicht so herablassend mit uns gesprochen hat. So. Hyglas, Hey. genau. Ich habe das Buch für dich. Sehr gut, gib her. Du darfst dich jetzt entfernen. Ich werde mich zum Studium zurückziehen. Das ist sehr nett. Schon was? Also, ich bin mir ja nicht sicher, aber die der. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Das ist nicht gut. Ich hätte das nicht gedacht. Aber können wir sowieso nicht ändern. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, dann gehen wir mal jetzt zu Pyrokar. Das hätte ich dir vorher Sagen wir sagen mal, können. dass wir das Auge Innos endlich haben. Hoppa. Na, Moment. Ich habe alle Schreine gereinigt. Vortrefflich gemacht, mein Sohn. Papa Ulta, sehr Ich schön. bin stolz auf dich. Möge Innos über dich wachen. Nimm dieses Amulett der Macht an dich, auf dass es dir im Kampf gegen den Feind nutzen möge. Kann das wenigstens was? Na gut, schlecht ist es nicht, aber naja. So, ich hab es. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt,
dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Hm, Sachen gibt. Na gut. Das sind doch alles nur Gerüchte. Dann ab zur Stadt, wa? Ja. Haben wir hier sonst noch irgendwas zu tun? Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist doch nichts Neues. So, dann zum Kloster Hafenstadt. Zack. Gut. Gut. So. Vatras, genau. Aha. Ich hab da meine eigene Meinung. Was gibt denn da so Interessantes? Da ist noch nix. Keine Ahnung. Das hast du nicht gewusst. So. Das hat er doch vorher gewusst. Wo ist Vatras? Ist der hier drinne? Ja, guckt die an, hier macht er sich gemütlich. Ist sonst noch irgendwas anderes? Hm. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Hm. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Hm. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Warum braucht man von allen drei Gottheiten einen irdischen Vertreter, wenn es das Auge Innos ist? Und warum hat es nur Vertreter eines einzelnen Gottes, also Belia, gebraucht, um es kaputt zu machen? Verstehe ich nicht, aber gut. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Na, danke. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Hm. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll.
Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Gut. Oh. Der macht sie ordentlich auf den Weg. Der schlendert nicht so wie alle anderen. Na gut. Also, Xardas und Pyroka. Dann gehen wir doch mal zuerst zu Pyroka, wa? Kloster. Und schon wieder müssen wir unser Mana auffrischen. So. Gut. Wenigstens lassen sie die Tür endlich mal auf. Uah. Da haben sie gerade noch Party drinne gemacht. Hoppa. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Hm. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Hm. Wenn der Stolz einblendet. Naja. So, dann wollen wir doch mal hin zu ihm. Wo ist der Mann? Na, sag mir nicht, dass der schon wieder oben chillt. Ach, ich schlafe einfach einmal im Bett. Hoffe, dass er dann hier unten ist. So. Dann ist doch wieder Tag. Gut. Da steht er. Sehr schön. Hey, du. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Warte mal. Halt, stopp. Du gehst noch nirgendwo hin. Pyroka weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroka also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo?
Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Na gut. Wird das umkehren? Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Okay. So, und dann brauchen wir noch Sumpfkrautpflanzen. Stängelsumpfkraut haben wir. Brauchen wir die Pflanzen an sich? Falls ja, muss ich erst noch einen finden, der das verkauft. Genau, schön die Türen für mich aufmachen. Oder wächst das nicht immer an irgendwelchen Gewässern? Könnten wir das hier unten finden, an dem See? Vielleicht finden wir da drei Pflanzen. Sollten ja nicht mehr sein. Normalerweise wächst das doch immer. Na gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann gehen wir jetzt zum Großbauern. Mal wieder. So. Großbau. 6 und Attacke. Wo wächst Sumpfkraut? Na. Doch klar, ich glaube bei dem See hier, Wuchs doch Sumpfkraut? Ist die richtige Form Wuchs? Ich glaube. Dann gehen wir erst zu Seekop, holen da aus der Truhe alle draus. Dann gehen wir da zu dem See. Besorgen uns. Die Sumpfkrautpflanzen. Da stand jetzt gar nicht bei. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht irre, waren nicht 3. Gehen wir einfach zu dem See, pflücken 3 von den Pflanzen und dann ist gut. So. Ja, das hätte man alles ein bisschen besser planen können. Wir waren ja letzte Folge, waren wir schon mal hier. War das letzte Folge? Ich weiß es nicht mehr. So, das besagte Truhe. 25 Gold, Laborwasserflasche, Mana-Trank, Goblin-Skelett erschaffen, können wir sowieso nicht benutzen. Und die Hallen von Erdorath als Buch, okay. Lass mal lesen. Okay, können wir nicht öffnen. Na gut, dann zum See hier. In der Mitte davon ist, glaube ich, Sumpfkraut gewesen. Ansonsten... Hatte Vatras uns nicht gesagt, wo wir noch Sumpfkraut finden können? Er hatte doch gesagt, entweder unten am Hafen oder irgendwo anders doch noch. So, hier drauf war eigentlich Sumpfkraut. Das habe ich halt nur nie mitgenommen. Weil wofür brauche ich das?
Ja, hier ist alles voll damit. Sage mal, irgendwo muss doch Sumpfkraut wachsen. Ja, oder Sagitta halt. Das ist auch wieder so eine 50-50 Chance. Na gut, sonst hätte Batras das schon nicht gesagt, ne? Dann rennen wir halt zu Sagitta. Geschwindigkeitstränke haben wir ja noch ein paar. Und das hier Heilwurzel. Heilwurzel. Na gut. Da. So, Attacke. Warum? Einmal fix unser Gitter. Sumpfkraut kaufen. Und dann zu Pyroka. Ha. Ja, die EP, die hier rumläuft, kann man sich ja mal geben, ne? Hallo. So. Hier steht noch ein Trank. Nehmen wir mit. So. Uah. So, Sagitta. Was ist nur noch los? Oh, dein Werde. Ich glaube, das war weiter hier. Mal gucken. Da ist ein Suchender. Na gut, komm. Ach, der greift uns nicht an. Scheiße. Ja. So. Gar kein langes Palaver machen. So, ab zu Sagitta. Und das erste, was ich ihr sagen werde, ist, dass sie uns bitte heilen soll. Heile mich. Lass mich sehen. Sehr schön. Gut, welche Ware hast du uns zu bieten? Sag mir was. Sumpfkraut, da ist es. Eins. Habe ich alles gekauft? Nee. Eins, zwei, drei. Vier, komm. So. Fertig. Dann ab zu Pyroka, also zum Kloster. Zack und Kloster. Wir haben nicht genug Mana. So. Und los. So. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her. Das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im Geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nope. Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Alles klar. Guck mal, was sie hier alles noch beherbergen. Gut. Dann könnten wir jetzt auch zum Sonnenkreis, ne? Ja. Da haben wir einen besonderen Teleport für bekommen. Und zwar den hier. Dann müssen wir einmal den kurz ablegen. Schon sind wir da. Außer Pyroka natürlich. Deswegen schlafen wir nochmal eine Runde.
Dann dürfte er auch wieder da sein. Zack. Ausruhen. Bis zum nächsten Morgen. Und? Jo, jetzt ist er da. Da steht er. Gut. So, die Folge ist diesmal ein bisschen kürzer. Oh, 25 Minuten. Ja gut, die 5 Minuten. Wir haben ja oft genug mal Überlänge, ne? Dann werden wir nächste Folge das Ritual durchziehen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, ne? Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!